Kapitel 17. Neti. In der Bibliothek war es totenstill. Ihres Wissens nach war Kindra die einzige Schülerin an der Akademie, die in regelmäßigen Abständen hierher kam. Die Bibliothek war mit Abstand das größte und älteste Gebäude auf Odessa Vosdien, sogar noch älter als der Turm selbst, was überdies bedeutete, dass sie sich im schlimmstmöglichen Zustand befand. Jahrhunderte feindseliger Witterungsverhältnisse und sich verschiebender Planetenplatten hatten die Schornsteine verkommen lassen, hatten ganze Kammern vom Rest des Bauwerks abgetrennt, hatten Treppen und Korridore unter Tonnen von Schnee und Eis begraben. Im Innern ähnelte die Bibliothek nicht so sehr wie einem einstmals prächtigen Monument, das frontal mit etwas zusammengestoßen war, das sogar noch größer war als es selbst, um es an beiden Enden und in der Mitte übel zu zerbröseln. Sie saß im Südwestflügel, an einem der großen Steintische unter der aufgesprungenen Kathedralendecke und studierte die jüngsten Eintragungen der Sylph-Schriftrollen, die sie entdeckt hatte. Die Schrift war altertümlich und sie hatte den Großteil des Nachmittags damit zugebracht, sie zu entziffern. Dieser Prozess war zwar langsam, aber befriedigend. Uralte Sylph-Geheimnisse zu entschlüsseln, von denen sie wusste, dass sie ihr nur dabei helfen würden, noch schneller über die Ränge ihrer Mitschüler aufzusteigen. Es gingen Gerüchte, dass Darth Gabriel persönlich hierher gekommen sei, dass er auf irgendetwas gestoßen war, auf ein Relikt von beinahe unermesslicher Macht, das in einer der abgesonderten Kammern versteckt gewesen war. Ob das nun stimmte oder nicht, ein Objekt wie ein Sith-Hologron lag diesbezüglich durchaus im Bereich des Möglichen. Kindra selbst hatte bereits genug in Erfahrung gebracht, dass ihre Nachforschungen hier den Aufwand wert gewesen waren. Sie hielt inne, während ihr Finger auf einer Stelle auf halbem Wege durch einen langen Tiefdruck von Radierungen verharrte und legte leicht den Kopf zur Seite. Irgendetwas stimmte nicht. Das Gefühl entsprang nicht so offensichtlichem wie einem Geräusch oder auch nur einer Vibration, mehr einem intuitiven Eindruck der Unruhe, der sich in ihrem Magen ausbreitete und zu ihrer Brust hinausstrahlte, als wären aus ihrem Innern Millionen winziger Wimpern nach draußen gewachsen, zitternd vor Nervosität. Sie stand auf, die Schriftrollen waren vergessen. »Wer ist da?« Ihre Stimme hallte hohl in der Leere wider, um dann in der Stille zu verklingen. Es kam keine Antwort, und einen Moment später wurde ihr klar, dass sie eigentlich auch keine erwartet hatte. So ein Gefühl war das nicht. Es war abstrakter, wie die plötzliche Erinnerung an einen Albtraum, dessen Inhalt sie nicht gänzlich ins Bewusstsein zurückrufen konnte. Was ist los? Was geht hier vor? Sie nahm einen zittrigen Atemzug, ohne diesen unerklärlichen Aufruhr ihres Nervensystems verstehen zu können. Bei der Ausbildung zur Sylph-Kriegerin ging es darum, in anderen Furcht zu wecken, nicht in einem selbst. Und doch hatten ihre Handflächen zu schwitzen begonnen und ihr Herz schlug doppelt so schnell wie üblich. Mit einem Mal wollte sie von hier verschwinden, in weniger beengte Räume fliehen. Sie schaute zu der hoch aufragenden Treppe hinüber, die nach oben auf die Galerie und zur Eingangshalle dahinter führte, durch die sie nach draußen gelangen würde. Sie stopfte ihre Notizen in einen Beutel, schnappte sich ihren Umhang und wandte sich zum Gehen um. Über ihr gab die kaputte Decke einen langgezogenen, knarzenden Laut von sich. Und als sie aufschaute, sah sie, wie einer der Risse breiter wurde. »Wer ist da?«, fragte sie, lauter diesmal. »Was soll das?« Jetzt hatten die Spalten sich weit genug aufgetan, dass sie erkennen konnte, wie sich im Innern irgendetwas ausstreckte, sich in den Tiefen der Decke auseinanderrollte, um eine Reihe langer, greifender Wurzeln freizulegen, die sich teilten und schlangengleich nach unten schossen, um Sand- und Gesteinsbröckchen herabrieseln zu lassen, als sie sich durch den offenen Raum weiter in die Tiefe schoben. Einen Moment später sah Kindra das gewaltige Holzgesicht des Bibliothekars, eines Neti, der auf sie herabblickte. Dailis! Sie schluckte und schaffte es, ihre Stimme wiederzufinden. Was ist los? Macht etwas dich nervös, Kindra? Seine Stimme war kräftig und kratzend. Eine gewisse Unsicherheit des Geistes, ja. Nein, der Bibliothekar antwortete nicht, sondern ließ seine Wurzel nur weiter in die Tiefe gleiten, bis die wuchtige Masse seines Stamms kopfüber vor ihr baumelte, die warzigen, jahrhundertealten Augen in kurzsichtiger Gedankenarbeit zu Schlitzen zusammengekniffen.
Dailis war schon der Kurator der Bibliothek, solange sich irgendjemand erinnern konnte. Vielleicht bereits seit 1000 oder noch mehr Jahren. Obgleich sein ausgeklügeltes Wurzelsystem die ganze Zeit über irgendwo in den tiefen Fundamenten des Gebäudes verankert war, erlaubte es ihm ein scheinbar endloses Netzwerk von Ästen und Gliedmaßen, ungehindert durch die Wände und Hohlräume der Bibliothek zu gleiten. Ironischerweise war es genau dieses fortwährende Winden und Schlittern, das die Infrastruktur des Gebäudes selbst untergrub. Gerüchten zufolge war es bloß eine Frage der Zeit, bevor die Bibliothek über dem Neti einstürzte, um ihn auf ewig inmitten seiner eigenen kostbaren Besitztümer zu begraben. Ein überaus passendes Ende fand Kindra, als sie eingehender darüber nachdachte. »Fühle es auch«, sagte er schließlich. »Ja, ja.« »Ich habe nicht gesagt.« Eine Wurzel klitterte an ihrem Gesicht vorbei nach unten, um über den Stapel von Schriftrollen zu spielen, sie aufzuheben und diejenigen abzustauben, die sie sich noch nicht angesehen hatte. »Brauchst nichts zu sagen. Steht ins Gesicht dir geschrieben, ja.« »Ich weiß nicht, was das soll.« »Spreche von der Krankheit, da draußen im Wind.« Das weckte schlagartige Interesse. Was?« »Im Wind«, wiederholte der Neti. »Krankheit, schmecke sie, spüre sie, du nicht?« Kindra wollte hier nicht noch länger verweilen. Eine lange, kryptische Unterhaltung mit einem Baum war das Letzte, wonach ihr im Augenblick der Sinn stand. Doch ihr wurde bewusst, dass der Neti ihr eigenes Gefühl des Unbehagens perfekt beschrieben hatte. Da draußen im Wind lauerte tatsächlich eine Krankheit, irgendeine Art Seuche, und sie konnte es spüren. Unter diesen Umständen erschien es ihr am besten, direkt zur Sache zu kommen. »Was genau ist da draußen?«, fragte sie. »Solltest dich nicht rauswagen«, antwortete der Neti. Seine Äste umklammerten die Schriftrollen und fingen an, sie mit langsamen, bewussten Bewegungen aufzurollen. »Sicherer hier, ja.« »Falls es Ärger gibt, komme ich schon damit klar.« »Nicht hiermit, nein, wohl nicht.« »Hör zu.« Kindra schüttelte den Kopf, zunehmend verärgert von den Ausflüchten des Bibliothekars. »Entweder hast du Antworten für mich oder du hast keine. Doch ich werde so oder so nicht hierbleiben und mich verstecken.« »Bestes Vorgehen, würde ich sagen.« Sie wies auf die Schriftrollen. »Lass die für mich her. Ich komme später wieder, um sie mir anzusehen. Verstanden?« »Ich denke, du bist die, Kindra, die nicht versteht.« Sie schüttelte den Kopf. »Wie auch immer.« Der Neti erhob keine Einwände, sagte kein Wort, sondern beobachtete sie bloß mit einem sorgenvollen, hölzernen Blick, als sie die Stufen hochstieg und nach draußen ging. Kapitel 18. Ein weiterer Tag im Paradies. Ra'ad öffnete langsam die Augen, wie aus Angst vor dem, was er vorfinden würde. Er vermochte nicht zu sagen, wie lange er hier bewusstlos am Fuße des Felshaufens unterhalb des Turms gelegen hatte. Doch inzwischen war es fast dunkel, so dass vermutlich mehrere Stunden verstrichen waren. In den Falten seiner Kleidung hatte sich eine feine Schneeschicht angesammelt. Ihm war so kalt, dass er kaum noch etwas fühlen konnte, auch wenn der Schmerz damit womöglich ebenfalls etwas zu tun hatte. Sein rechter Arm puckerte grässlich, unmittelbar unterhalb der Schulter. Als er den Arm berührte und seine Hand unter den zerfetzten Ärmel schob, zog er sie mit einem Zischen zurück. Direkt unter der Haut loderten und vibrierten rohe Sehnenstränge. Er tastete abermals, behutsamer. Die klaffende Wunde war tief, ging fast bis auf den Knochen. Er versuchte, den Arm zu heben, und stellte fest, dass er praktisch nicht zu gebrauchen war. Der linke funktionierte besser, doch wenn er sich bewegte, schmerzte seine gesamte rechte Seite so heftig, dass er bei einem Kampf klar im Nachteil wäre. Beinahe ebenso schlimm war, dass er ein übelkeiterregendes Ungleichgewicht in seinem Magen spürte, wie ein schwerer Sandsack, der am Ende eines Seils hin und her schwang. Vielleicht hatte er eine Gehirnerschütterung.
Er fragte sich, wie heftig er sich wohl den Kopf angeschlagen hatte, als er gestürzt war. Im Bemühen, sich neu zu orientieren, kehrte er in Gedanken zu dem zurück, was passiert war. Widerwillig kamen ihm die Einzelheiten des Angriffs in den Sinn, wie Trümmer, die nach einer Unterwasserexplosion an die Oberfläche treiben. Und einen Augenblick später erinnerte er sich deutlich daran, an dieses Ding, das vom Turm gefallen war, an das Ding, das einst Wim Nickter gewesen war. Die Leiche des anderen, Jura Ostrogoth, war nirgends zu sehen. Jetzt fragte sich Ra'ad mit krankhafter Neugierde, ob das Nickter-Ding sie vielleicht gefressen hatte. Ob das nun stimmte oder nicht, er hatte noch nie gegen so etwas wie Nickters Leiche gekämpft. Mit ihren toten Augen und dem hohlen, aber lodernden wilden Hunger, den Mund so weit aufgerissen, dass er in den Mundwinkeln tatsächlich eingerissen war. In der höchsten Not hatte Ra'ads logischer Verstand die gesamte Frage der Plausibilität einfach ignoriert. Unglauben würde ihm hier nicht weiterhelfen, sondern ihn bloß verlangsamen. Daher hatte er sich einfach mit der Situation abgefunden. Offensichtlich erwachten Tote wieder zum Leben und dieser hier wollte ihn fressen. Er erinnerte sich daran, wie das Nickter-Ding gekreischt hatte, als er sich das erste Mal auf ihn stürzte. Daran, wie er automatisch reagiert hatte, wie er aus dem Weg gesprungen war und die akzentuierten Machtfähigkeiten eingesetzt hatte, die er in Rackens Schmerzbunker entwickelt hatte. Als er in der Luft war, hatte er die überhängende Felsplatte des Bauwerks hinter sich gepackt und sich heraufgeschwungen. Erst dann hatte er es gewagt, nach unten zu schauen. Ra'ad machte sich die Findigkeit zunutze, die man ihm als Teil seiner Ausbildung eingebläut hatte, packte den größten Brocken losen Gesteins, den er hochheben konnte. Der Felsen musste genauso viel wiegen wie er selbst und schleuderte ihn über den Rand. Es war ein Volltreffer. Das Nickter-Ding wurde rücklings zu Boden geworfen, wo es den Stein sogleich beiseite stieß und wieder hochzuklettern begann. Falls überhaupt etwas, kam das Ding jetzt noch schneller näher, angetrieben von unverkennbarer Gier. Ra'ad war bereits klar geworden, dass er nicht ewig hier oben verweilen konnte. Er brauchte einen besseren Plan. Als er hinter sich sah, entdeckte er einen noch größeren Haufen mit Felsbrocken, die Überreste eines zweiten Stockwerks, das schon vor langer Zeit eingestürzt war. Er hatte rasch, aber vorsichtig gearbeitet, hatte die Steinplatten aufeinander geschichtet und sich dabei seine Finger und Knöchel aufgekratzt, bis er schließlich einen großen, wackeligen Haufen hatte, der bloß deshalb aufrecht stehen blieb, weil er sich daran festhielt. Ra'ad beschwor die Macht, konzentrierte sie auf den Haufen und nahm die Hände weg. Die Felsbrocken wankten, fielen jedoch nicht um. Als er sich umschaute, entdeckte er das Nickter-Ding, das sich auf den Überhang hochzog, die Augen hungrig auf Ra'ad gerichtet. »Na, dann komm!« rief Ra'ad und trat einen einzelnen Schritt zurück. Nickter stürmte vor und Ra'ad ließ die Steine fallen, die auf das Bein des Leichnams krachten, gleich unterhalb des Knies, um das Ding dort festzunageln. Das Ding zuckte herum, zuckte krampfhaft und schrie ihn an, bis Ra'ad einen weiteren Felsbrocken aufnahm, diesmal wieder mit den Händen, und ihn wuchtig auf Nickters Hals hinabsausen ließ. Ein überraschend lautes und zutiefst befriedigendes Knirschen ertönte, als die Halswirbel der Kreatur zerschmettert wurden und das Ding erschlaffte. Ra'ad ging kein Risiko ein und hob den Felsbrocken ein zweites Mal, in der Absicht, dem Ding damit den Schädel einzuschlagen. Und das war der Moment, in dem Nickter ruckartig wieder zum Leben erwachte, zischend und kreischend nach ihm schlug, sein Handgelenk nur um Zentimeter mit den Zähnen verfehlend. Als Ra'ad daraufhin hastig zurückwich, hatte er den Halt verloren und war rückwärts von dem Überhang gestürzt. Anschließend war alles schwarz geworden. Als er sich jetzt seinen Hinterkopf rieb, fragte er sich, ob sich das Ding womöglich immer noch oben auf dem Überhang befand, in der Dunkelheit zusammengekauert und auf ihn lauerte. Er hatte nicht die Absicht herauszufinden, ob dem tatsächlich so war. Was er jetzt nötiger hatte als alles andere, war ein Ausflug auf die Krankenstation, wo er die Wunden am Arm säubern und behandeln lassen würde. Außerdem musste er auf Nummer sicher gehen, dass er keine Gehirnerschütterung davongetragen hatte. Ein flüchtiger Gedanke. Was, wenn es zu spät ist? Schoss ihm durch den Kopf,
doch Aad schob ihn beiseite, jetzt entschlossener als je zuvor, die Ruhe zu bewahren. Er kannte sich ein wenig mit Medizin aus, wusste, dass die Chancen, durch ein einfaches stumpfes Schädeltrauma einen Hirnschaden zu erleiden, relativ gering waren. Außerdem hatte er mit Sicherheit nicht Jahre der Ausbildung und der Plackerei hinter sich gebracht, um an so etwas zu sterben. Er umklammerte seine Arme und bog um den äußeren Rand des Westflügels der Bibliothek. Der Schmerz war nicht mehr so schlimm wie noch einige Minuten zuvor. Entweder meldeten sich seine Endorphine zu Wort, die die Wunde betäubten, oder er gewöhnte sich einfach allmählich daran. Er ging an der Bibliothek vorbei und warf gelegentlich einen flüchtigen Blick zum Turm hinauf. Die Lichter ganz oben an der Spitze waren eingeschaltet. Von irgendwo rechts von ihm drang das kratzende Geräusch an sein Ohr und er blieb stehen und hielt den Atem an. »Wer immer da ist, komm raus, damit ich dich sehen kann!« Die Gestalt trat aus dem Schatten, ein dunkelhaariges Mädchen in Akademieuniform. Es war Kindra, erkannte er, eine der Schülerinnen, vielleicht ein oder zwei Jahre älter als er. Ra'at, sie runzelte die Stirn. Was ist mit dir passiert? Ach, mir fehlt nichts. Sie ging einen Schritt auf ihn zu. Du bist blutüberströmt. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Diese Wunde an deinem Arm. Bleib zurück. Wie du willst. Kindras Miene wandelte sich von Verwirrung zu akutem Argwohn, aber sie sagte nichts. Stattdessen warf sie rasche Blicke nach rechts und links und legte ihren Kopf zur Seite, so als würde sie dem Rest des Areals lauschen. Auch Ra'at ertappte sich dabei, wie er angestrengt horchte. In den letzten paar Sekunden war die Dunkelheit um sie herum dichter geworden, hatte an Tiefe und Ausmaß gewonnen. Und der dünne Lichtschleier, der durch die Risse an den Wänden der Bibliothek nach außen fiel, hatte alle Mühe, hier Abhilfe zu schaffen. Ra'at, in Aufruhr befindlicher Magen, vollführte eine mulmige, heftige Drehung, der diesmal ein Augenblick des Ungleichgewichts folgte, so abrupt, dass er beinahe stürzte. Er hatte keine Ahnung, ob es Kindra auffiel oder nicht, doch jetzt wurde ihm bewusst, dass er sich sie als eine Art Versicherungspolice zunutze machen konnte, zumindest bis sie die Krankenstation erreichten. Sie würde zwar nicht kämpfen, um ihn zu verteidigen, aber gemeinsam hatten sie vielleicht eine bessere Chance gegen das, was auch immer da draußen war. Er musste nur aufpassen, nicht preiszugeben, wie geschwächt er in Wirklichkeit war. Und das bedeutete, dass er sich eine Geschichte ausdenken musste, um seine Verletzung zu erklären. »Ich habe mit Meister Reckon trainiert«, sagte er. »Ich schätze, die Sache geriet ein wenig außer Kontrolle. Ich habe einen auf den Deckel gekriegt, das ist alles.« Kendra hob eine Augenbraue, reagierte jedoch immer noch nicht. »Wo sind denn alle?« »Irgendwo.« Er zuckte mit den Schultern, bemüht, beiläufig zu wirken. »Keine Ahnung.« »Bist du sicher, dass du...« »Mir fehlt nichts«, wiederholte er. »Allerdings hat Dragon mir aufgetragen, die Krankenstation aufzusuchen und mich untersuchen zu lassen. Willst du zufällig in diese Richtung?« Sie schüttelte den Kopf, scheinbar in Gedanken versunken. »Ich bin auf dem Weg zum Wohnheim.« Sie streckte den Hals und schaute ganz bis zur Spitze des Turms hinauf, bis Ra'at sich fragte, ob sie möglicherweise gesehen hatte, wie die beiden Leiber vorhin durch das Fenster geflogen waren und jetzt die Puzzleteile in Bezug darauf zusammensetzte, was wirklich mit seinem Arm und seinem Kopf passiert war. Doch am Ende sagte sie bloß, »Irgendetwas stimmt nicht.« »Was meinst du damit?« »Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.« Das war eine seltsame Bemerkung, fand er. Untypisch offenherzig und nicht die Art von Gedanke, die sie ihm je zuvor mitgeteilt hatte. Tatsächlich hatten sie nie wirklich einen Grund dafür gehabt, miteinander zu reden. Sofort argwöhnte Ra'at, dass sie versuchte, sein Vertrauen zu gewinnen, um ihn dazu zu bringen, seine Deckung fallen zu lassen. Weswegen? »Ich weiß es nicht. Wegen dieser Nacht. Wegen allem. Fühlst du es nicht?« »Nö.« Er schüttelte den Kopf und heuchelte eine Gleichgültigkeit, die er nicht einmal im Entferntesten empfand. »Bloß ein weiterer Tag im Paradies, soweit es mich betrifft.« Sie lächelte nicht. Ja, schien ihn nicht einmal gehört zu haben. Als der Wind das Haar aus ihrem Gesicht blies, sah Ra'at, dass ihre Mundwinkel zu einer Grimasse verzogen waren. »Was ist los?«
was auch immer da draußen ist. Sie schaute ihn noch immer nicht an. Es kommt.